wunderschöne, unberührte Natur, schneebedeckte Berge und mediterrane Strände, das begegnet euch auf der Radreise durch Albanien, ein Land, in dem Christentum und Islam friedlich nebeneinander existieren. Albanien ist vielleicht für Radreiseanfänger nicht unbedingt das komfortabelste Radreiseland, aber wer innerhalb Europas Abenteuer und Outdoor-Erlebnisse sucht, der wird dort auf jeden Fall fündig. Ich habe das Land bereist, sowohl im Norden durch die albanischen Alpen als auch am Ionischen Meer an der Küste entlang Richtung Süden. Alle Tipps und Hinweise, die ihr jetzt in diesem Video hört, die findet ihr entweder in meinem Blogbeitrag oder in dem Blog von Lars Heffner, einem Albanien-Experten. Beide werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber jetzt geht's erstmal los mit den Tipps und Hinweisen für Radreisen durch Albanien. Das Land liegt fast vollständig im Gebirge, deswegen lässt sich kaum eine Route planen, bei der nicht viele Höhenmeter zurückzulegen wären. Selbst an der Küste entlang gibt es immer wieder starke Gefälle und hinzu kommt, dass das Gelände selten sein Niveau hält. Das heißt, es geht wirklich oft bergauf und wieder bergab. Das ist einer der Gründe, weswegen man seine Tageskilometer-Etappen etwas großzügiger planen sollte. Man schafft in Albanien wegen den starken Höhenunterschieden, aber auch wegen der teilweise starken Mittagshitze oder den schlechten Straßenverhältnissen in der Regel weniger Tageskilometern, als man unter besseren Bedingungen sonst in der Lage ist, am Tag zurückzulegen. Auf der Webseite albanien.ch sind einige Strecken aufgeführt, die als besonders gefährlich für den Radverkehr eingestuft worden sind und deswegen empfohlen werden zu meiden auf der Radtour. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen, bevor ihr mit der Routenplanung startet. Außerdem gibt es dort eine ganz große Reihe an Routenvorschlägen für alle möglichen Regionen in Albanien. Auch die kann ich euch sehr empfehlen und die findet ihr natürlich auch in meinem Blogbeitrag, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Auch für die Radreise durch Albanien empfehle ich natürlich freies Kartenmaterial von OpenStreetMap, weil das lässt sich vollständig kostenlos vor der Reise runterladen und damit ist man vollkommen unabhängig von der Internetverbindung im Land unterwegs. OpenStreetMap ist freies Kartenmaterial. Das kann sich nicht nur jeder kostenlos runterladen, sondern es kann auch jeder dazu beitragen. Es gibt da verschiedene Apps, die das auch mobil ermöglichen, beispielsweise Vespucci. Und wenn ihr unterwegs irgendwo vorbeikommt und seht, da sind interessante Sachen, die noch nicht in der Karte eingetragen sind, die aber für andere Radreisende interessant sein könnten, dann würde ich euch bitten, tragt sie einfach dort ein, damit sie dann für alle, die später mit dem Fahrrad dort vorbeikommen, auf der Karte auch sichtbar sind. Am einfachsten ist wahrscheinlich die Anreise mit dem Fahrrad im Flugzeug, wenn auch gleich nicht die ökologischste Variante. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, mit dem Zug anzureisen. Von München aus soll das ganz gut funktionieren, wie auf albanien.ch beschrieben wird. Allerdings geht es dann irgendwann nur noch mit Regionalzügen weiter, wenn man sein Fahrrad nicht gerade in der Fahrradtasche zusammengepackt und verstaut hat. Und was anscheinend auch kein Problem sein soll, ist, von Italien aus mit der Fähre rüberzukommen. Auch da kann man das Fahrrad sehr gut mitnehmen. Wenngleich es nicht so eine große Vielzahl an Häfen gibt, die dort dann angefahren werden. Die Straßen sind in Albanien teilweise nur motorisiert mit Geländewagen befahrbar. Das heißt, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, der muss damit rechnen, dass er etappenweise das Rad auch mal schieben muss oder sogar über größeres Gestein hinwegtragen muss. Wer also mit dem Mountainbike und möglichst wenig Gepäck unterwegs ist, der wird an diesen Orten besonders viel Spaß haben. Das Straßennetz wird allerdings seit einigen Jahren relativ schnell und stark ausgebaut. Das heißt, man kommt auch nicht selten an Baustellen vorbei. Ein Radwegnetz, wie man es in anderen Ländern Europas kennt, ist so nicht vorhanden.
Lediglich in den Städten gibt es teilweise einige Radwegmarkierungen. Laut Berichten anderer Radreisender wird das Fahren mit dem Fahrrad auf der Autobahn als geduldet beschrieben, als relativ ungefährlich wahrgenommen und es soll auf einigen Routen und Etappenabschnitten auch die einzige Option sein, von A nach B zu gelangen. Bestimmte Pässe, beispielsweise der Pass zu dem touristisch sehr beliebten Ort Theet, die sind nur in den Sommermonaten passierbar und sonst mit Schnee und Eis blockiert. Das heißt, wer solche Orte besuchen möchte, der sollte sich möglichst vorher über die aktuellen Wetterverhältnisse informieren. Es gilt in Albanien Rechtsverkehr und der Verkehr läuft oft ein wenig chaotischer und weniger regelkonform ab, als man es aus einigen mitteleuropäischen Städten gewohnt ist. Oft findet man sehr alte Mercedes-Modelle und hat dann mit erhöhter Abgasbelastung zu kämpfen. Allerdings außerhalb der Städte trifft man generell ziemlich wenig Verkehr. Autofahrende nehmen in der Regel Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmende und kündigen ihr Kommen nicht selten durch das Betätigen der Hupe ein. Dazu kommt, dass die Geschwindigkeit sich normalerweise auch in einem Bereich hält, der für den Radverkehr ziemlich angenehm ist, was unter anderem daran liegt, dass gerade im Gebirge die Wege oft kurvig oder steinig sind. Das Hupen ist fast überall im Land üblich und wird angewendet, um den entgegenkommenden Verkehr zu warnen oder vielleicht auch zur Begrüßung, aber in keinem Fall, wie man es aus mitteleuropäischen Ländern kennt, als Beschimpfung oder gar Nötigung. Es gibt sogar in besonders kurvigen Bereichen Straßenschilder, die explizit darauf hinweisen, doch hier bitte vor dem Einfahren in die Kurve die Hupe zu betätigen. Fahrräder können sehr preiswert sowohl im Gepäckraum von Reisebussen als auch in einer der beiden Bahnlinien des Landes mitgenommen werden. Im Gepäckraum ist bei Bussen teilweise so wenig Platz, dass die Reifen abgenommen werden müssen. Das heißt, wer hier spezielles Werkzeug verbraucht, der sollte das in jedem Fall dabei haben. Und auch wer das Fahrrad im Zug mitnehmen möchte, der muss gegebenenfalls ein bisschen improvisieren, weil gerade der Eingangsbereich ist ziemlich eng und es gibt auch keine Abteile, die Fahrradmitnahme oder Fahrradstellplätze explizit vorgesehen haben. Auch in den Sammeltaxis kann es möglich sein, dass man Fahrräder mitgenommen bekommt. Da ist es dann natürlich immer abhängig davon, wie viele andere Fahrgäste und wie viel Gepäck sich bereits in dem Sammeltaxi befinden. Aber die Fahrer sind hier in der Regel sehr flexibel und versuchen alles Mögliche zu tun, um das Fahrrad auch irgendwie mitzubekommen. Bei mehr als einem Fahrrad könnte es allerdings schon ein bisschen schwieriger werden. Alternativ lässt sich natürlich auch ein Geländewagen mit Fahrer mieten. Oft ist es auch nur die einzige Möglichkeit, mit dem Geländewagen irgendwo über einen Pass oder durchs Gebirge zu kommen. Da gibt es dann sowieso keine Zugverbindung oder eine Buslinie. Und da kann man sein Fahrrad dann auch meistens irgendwie hinten oder auf dem Pickup irgendwo aufladen. Es gibt in Albanien tatsächlich eine Helmpflicht.
Ich persönlich vermute allerdings, dass deren Durchsetzung in der Praxis eher selten nachgegangen wird. Und tatsächlich war mein Eindruck auch, dass es eher unüblich ist, in Albanien mit dem Helm auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Kleidung sollte für alle möglichen Wetterbedingungen dabei sein, weil auch im Sommer kann es im Gebirge, insbesondere auch nachts, sehr kühl werden und es kann anfangen zu regnen. Und darum ist ein Regenschutz in jedem Fall hilfreich. Aber auch gegen die Sonne sollte man gewappnet sein. Das heißt, selbstverständlich ist natürlich eine Kopfbedeckung. Sonnenbrille ist immer zu empfehlen und ich trage auch immer gerne so einen Schlauchschal, den ich mir dann sowohl bei staubigen Straßen als auch bei Abgasbelastung oder wenn die Sonne einfach mal zu stark ins Gesicht brennt, den ich mir dann einfach über die Nase ziehen kann. Und was ich in jedem Fall empfehle, ist auch ein dünnes, langärmeliges Longsleeve, weil sonst sind einfach die Arme den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt und man verbrennt sich dann schnell mal die Haut. Moderne Fahrradteile nach westlichem Standard sind kaum in Albanien zu finden. Es gibt allerdings in den Städten Fahrradwerkstätten und Fahrradläden. Die kennt man unter dem Schriftzug Biciclist. Und dort bekommt man einfache Fahrradteile und kann mit etwas Improvisation auch sein Fahrrad bei Pannen reparieren lassen. Wer allerdings spezielle Fahrradteile für sein Fahrrad benötigt, der sollte diese möglichst von zu Hause mitbringen. Viel Sonne begünstigt in Albanien auf der Radtour das Aufladen seiner Geräte mit einem Solarpanel. Das Aufladen über den Nabendynamo ist dagegen nicht geeignet, weil man im Gebirge und auf den schlechten Straßen teilweise sehr langsam vorankommt und da einfach nicht genügend Strom produziert. Am sichersten ist natürlich immer eine Powerbank, eine aufgeladene dabei zu haben, weil man dann auch vom Wetter unabhängig ist. Und gerade in den Gebirgsdörfern, da ist die Stromversorgung oft so ein bisschen schwankend. Das heißt, es ist nicht schlechter, auch eine aufgeladene Taschenlampe dabei zu haben oder um Probleme mit Stromausfällen zu vermeiden, auch möglichst jede Gelegenheit zu nutzen, seine Powerbank aufzuladen, um immer ausreichend Strom zu haben. Die Steckdosen sind in Albanien vom Typ C und F. Das heißt, für Geräte, die aus Deutschland mitgebracht werden, ist es nicht erforderlich, einen Adapter mitzuführen. Supermärkte sind normalerweise nicht zu finden, dafür aber häufig kleinere Läden, in denen es Lebensmittel zu kaufen gibt, die jetzt allerdings nicht unbedingt als Proviant für die Radreise sehr gut geeignet sind. Es empfiehlt sich daher eher essen zu gehen oder selber zu kochen. Das heißt, der Kocher sollte in jedem Fall dabei sein. In den Bergen kann es dann auch vorkommen, dass über längere Distanzen gar keine Einkaufsläden mehr zu finden sind. Das sollte man natürlich bei der Routenplanung entsprechend berücksichtigen und vorher nochmal ausreichend Lebensmittel einkaufen gehen. Leitungswasser ist in Albanien nicht als Trinkwasser geeignet. Das heißt, hier sollte man auf industriell abgefülltes Wasser zurückgreifen. Es empfiehlt sich natürlich auch immer Mikropur oder einen Wasserfilter dabei zu haben, um Wasser aufbereiten zu können. Und in den albanischen Alpen findet man immer wieder Trinkwasserstellen mit frischem Quellwasser, und das ist ausgesprochen gut zum Trinken geeignet. Wildcampen ist im gesamten Land problemlos möglich. Und falls man in der Wildnis doch mal von jemandem entdeckt werden sollte, die Leute reagieren normalerweise sehr unaufgeregt und entspannt. Ich empfehle auf jeden Fall, ein freistehendes Zelt dabei zu haben, das man nicht abspannen muss. Das bietet sich nämlich an, wenn der Boden auch mal steinig ist. Gerade im Gebirge kommt das häufig vor. Und um die Unebenheiten dieses gebirgigen Untergrunds auszugleichen, empfiehlt sich eher eine Luftmatratze als eine Isomatte. Allerdings hat die Luftmatratze natürlich den Nachteil, dass durch herumliegende Dornen gegebenenfalls Löcher entstehen und die Luftmatratze als solche nicht mehr funktionsfähig ist. Daher, wer genug Platz in seinem Gepäck hat, dem empfehle ich dann einfach beides dabei zu haben. Dann kann man sich nämlich bequem auf die Luftmatratze legen und unten die Isomatte darunter legen, damit man dann nochmal so einen gewissen Schutz hat
und die Luftmatratze nicht so schnell beschädigt wird. Auch im Sommer kann es nachts im Gebirge ziemlich kalt sein, deswegen auch noch mein Tipp, möglichst einen warmen Schlafsack dabei zu haben. Gerade im Norden des Landes sollen angeblich noch ziemlich viele Landminen verteilt sein. Deswegen seid auf jeden Fall besonders vorsichtig, wenn ihr dort abseits der Wege im Gelände unterwegs seid. Albanien gilt als sicheres Reiseland. Natürlich sollte man als Tourist wie überall auf der Welt darauf achten, dass einem keine Wertsachen geklaut werden, und auch Fahrräder sollten natürlich immer irgendwo angekettet sein, gerade insbesondere in den Städten ist natürlich auch dort in Albanien eine gewisse Diebstahlgefahr. Spezielle Reisewarnungen und Hinweise gibt es natürlich beim Auswärtigen Amt, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Kinder machen sich einen Spaß daraus, vorbeifahrende Züge mit Steinen zu bewerfen, entsprechend sind die Scheiben der Züge fast vollständig entglast. Was uns leider auch einmal passiert ist, wir sind im Vorbeifahren von Kindern mit Stöcken geschlagen worden. Sowas kann vorkommen, das ist nicht schön, aber das ist sicherlich nicht die Regel. Selten entdeckt man Schildkröten oder es kreuzen freilaufende Hühner die Straße, was auch recht häufig vorkommt, dass ganze Schafsherden einfach mal komplett die gesamte Straße blockieren. Vorsichtig sein sollte man vor Skorpionen, die es im Land gibt, und auch vereinzelte Schlangenarten, wobei davon nicht viele wirklich giftig sind. Eine Liste der in Albanien vorkommenden Schlangen, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wilde Hunde verhalten sich normalerweise friedlich. Falls man doch mal von einem Hund angekläfft oder angefallen wird, dann kann man ihn gegebenenfalls vertreiben, indem man einfach einen Steinwurf andeutet. In jedem Fall haben sollte man eine Tetanus- und eine Tollwutimpfung, falls man doch mal gebissen wird. Und zusätzlich eine FSME-Impfung, die ist auch empfehlenswert bei dem Biss von Zecken. Radreisetourismus ist in Albanien nicht besonders üblich. Trotzdem begegnen einem die Menschen nicht mit außergewöhnlicher Neugier oder gar Aufdringlichkeit, sondern wirklich mit freundlichem Interesse. Die Kommunikation funktioniert mit Englisch eigentlich ganz gut. Viele Albanerinnen und Albaner sprechen allerdings auch Italienisch und einige sogar Deutsch. Es ist kaum möglich, in Albanien gute Reiseräder oder Mountainbikes zu mieten. Mit etwas Glück wird man hier gegebenenfalls bei Reiseanbietern fündig. Und es gibt natürlich auch mittlerweile Unternehmen, die sich auf geführte Radtouren spezialisiert haben. Auf albanien.ch wird hier zum Beispiel das Unternehmen Ride Albania Mountainbiking mit einem Schweizer Inhaber empfohlen. So, das waren schon wieder meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Albanien. Sie alle gibt es auch nochmal nachzulesen in meinem Blog. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei albanien.ch. Die haben auf ihrer Seite nämlich sehr viele interessante Tipps auch gesammelt, die ich in dieses Video mit einfließen lassen konnte. Wenn ihr selber noch Tipps und Hinweise habt, die jetzt hier nicht erwähnt worden sind, die ihr aber gerne mit anderen Radreisenden teilen möchtet, dann schreibt sie gerne einfach unten in die Videokommentare. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ergänzt sie bei Wikivoyage oder im Radreise-Wiki.
weil dort finden sich weitere Tipps, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Und ihr könnt diese Seiten einfach bearbeiten und ergänzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren möchtet, dann vergesst nicht, auf die graue Glocke zu klicken, weil nur dann bekommt ihr auch einen Hinweis, wenn ich neue Videos hinzufüge. Aber jetzt wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß bei euren Vorbereitungen und bei eurer Radreise durch Albanien.